Hallo und herzlich willkommen zu meinem Weihnachtsspecial mit einem Gast. Hallo, ich bin Aminmon. Und jetzt war dein erster Kuss nicht mit Jojo, sondern mit mir, Dio! Just post it, Grinch, you all born. That comes to mind. Daddy! I mean, oh, I like it cut, G! Warum mache ich das? Warum du das machst, weil du verrückt bist, Junge. Was soll ich jetzt da tun? Ich hoffe, es ist okay, wenn ich als Mutter mitmache. Tja, was ist denn eigentlich so deine Verbindung mit Weihnachten? Bruder, ich bin Muslime, ich darf kein Weihnachten feiern, also was soll ich, ich darf und will nicht so. Sex lässt Bärte schneller wachsen. Ja Leute, kein Witz. Sag Nein zu Varan. Nein zu Mbappé. Sage Nein zu Joe Gomez. Und ich sage Nein zur Weekend League. Ich weiß nicht, ich versuche, wenn ich es finde, den Hack in der Videobeschreibung zu verlinken. Ja, finde ich auch. I think you look like a sexy motorcycle. Room, room. Das Level ist übrigens auch alles blind für mich. Ups. Also ich feier gar nicht Weihnachten. Alter, Alter, der Hintergrund. Ich weiß, du siehst den nicht, aber schau dir mal diesen Hintergrund an. Ja, der Hintergrund sieht sehr schön aus. Ich sehe den auf jeden. Ja. Schau dir auf jeden Fall mal ein Part an. Ich werd auch Emin in der Videobeschreibung verlinken. Auch wenn jeder, der meinen Kanal abonniert, dich auch abonniert hat. Ihr könnt auch gerne mal bei Emin vorbeischauen, Leute. So, ich hab mit denen noch nie geredet. Was auch ein wenig schade finde. Adresse von Emin Tendo vergessen hab. Ja, aber okay. Anfang Dezember. Waren einfach Videos, wo ich die Aufnahme gestartet habe und irgendwas Schwarzes dahin geklatscht habe. Das war halt. What the fuck ist gerade passiert? Was ist dann passiert? Ich wollte eigentlich ein Safe State machen, weil ich halt ein Safe State machen wollte, damit mein Spielstand nicht verloren geht, wenn ich Game Over gehe. Weißt du, was ich gemacht habe aus Versehen? Ich habe ein Safe State geladen. Ja. Und jetzt bin ich ganz am Anfang des Spiels, habe nicht mal das erste Level gemacht. Oh, das ist sad. Das ist wirklich sad. RIP. Ich würde an der Stelle einfach sagen RIP. F in den Chat. Ja, Leute, F in den Chat. F unten in die Kommentare einmal bitte. Ja, F. Egal, ich werde das jetzt nochmal zocken. Jetzt können wir uns auch, da ich das Game jetzt kenne, mehr auf unser Gespräch fokussieren. Ja. So, was willst du denn so, über Specials? Was ist? Ja, stimmt, wir haben über Specials geredet, ja. Ja. Was wirst du eigentlich so 2021 machen? Ich werde natürlich erstmal wieder weitermachen mit meinen Beatbox-Videos. Ich meine, jetzt wo ich das Mic auch unter anderem habe und so, das bietet sich halt an. Dann habe ich noch Bock, auf jeden Fall ein neues Projekt zu starten, worüber ich nichts verraten werde.
Skü-Skü. Dann weiter natürlich Tilt's Tagesschau und die üblichen Sachen halt. Und natürlich Hugh MacIver. Hugh MacIver ist mittlerweile so ein Herzensprojekt von mir, dass ich könnte Hugh MacIver, selbst wenn ich Hugh MacIver beenden wollte, ich könnte es nicht übers Herz bringen, weil Hugh MacIver mittlerweile mein Kanal, glaube ich, auch schon 5 Monate oder so begleitet und das halt voll Nostalgie, die alten Folgen auch nochmal zu gucken, weil wir da auch über voll spannende Themen gesprochen haben. Ich, KI, du, unter anderem auch mit Tabea noch. Ja. Also ich versuche momentan einfach so weiter machen wie gewohnt und ein paar neue Projekte halt umzusetzen, weil ich halt so hinbekomme. Ja. Ja, nice. So, jetzt muss ich erstmal wieder das erste Level schaffen. Voll keinen Bock drauf. Sind da auch die Gegner anders? Also haben so die Koopas zum Beispiel so eine Weihnachtsmütze an? Nicht wirklich. Die Koopas sind alle rot. Und ein paar blau. Okay. Und die Koopas, was mir gerade auffällt, danke, dass du es erwähnst, die Koopas haben Kapuzen auf. Wow. Ohne dass du es jetzt erwähnt hättest, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Aber es sieht natürlich auch voll cool aus. Gibt es auch Goombas drinne? Bisher habe ich noch keinen Goomba gesehen, nee. Vielleicht gibt es auch keine bei Goombas. Ich glaube, dass die Mehrzahl unnötig sind. Also, ja. Ja, aber tatsächlich kommen hier sehr, sehr viele Gegner-Variationen auch drin vor. Zum Beispiel eben in dem Level hatten wir die Rhinos. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das sind diese Dinger, die, wenn du auf die drauf springst, sich in kleine Rhinos verwandeln und die dann Feuer nach oben speien. Die hatten wir eben in dem Level. Und das ist voll. Wow. Das ist voll cool, diese Gegner-Variation. Also, Rhinos kenne ich nur wegen New Super Mario Bros. 2. Da waren sie so die Castle-Bosse. Ja. Die sind ja auch in Super Mario World normalerweise die Castle-Bosse. Aber hier in dem Hack waren die ausnahmsweise mal als ganz normale Gegner da. Das fand ich halt cool. Ups. Nice, Verdeister. Jetzt, wo ich die Level kenne, fällt mir auch auf, die sind viel einfacher, weil man die kennt. Ich glaube, das ist aber immer so. Ja. Vor allem durch dieses zweite Level komme ich jetzt auch mega gut durch. Okay, und bei der Stelle, wo ich gerade eben diesen Skill-Move gemacht habe und über die beiden Kurs drüber gesprungen bin, habe ich jetzt versagt. Ach nee, jetzt muss ich alles wieder von vorne machen, gar keinen Bock. So. So, der erste mache Christmas Speedrun. Ups. Oder auch nicht. So viel zum Thema, ich komme durch das zweite Level besser durch. Egal. Ich finde auch, dieses Jahr in Gaming-Hinsicht war auch total schlecht. Am meisten bei Nintendo. Da kam gar nichts raus. Dieses Jahr war sogar noch schlimmer als 2017 und 2017 war schon scheiße. Ja, 2017 kam halt die Switch raus und Mario Odyssey und die anderen Spiele da. Sorry, 2016. Ach so. Ja, da kam, glaube ich, so als Highlight nur Paper Mario Color Splash raus. Das kam 2015, oder nicht? Kam es nicht Ende 2015? Nein, 2016. Okay. Aber auf jeden Fall kam da ansonsten nur Sonne und Mond raus im Weihnachtsbereich. Und ansonsten halt Real Talk Color Splash mit Sonne und Mond, das war's. Und was kam dieses Jahr raus? Animal Crossing und Origami King, das war's. Ja. Also für mich gab es eigentlich dieses Jahr nur 4 richtig gute Spiele, und zwar Zelda Hyrule Warriors Ding da, keine Ahnung, Pikmin 3 Deluxe und Origami King und Animal Crossing. Ich mag Origami King so gar nicht, ich hasse dieses Game.
euch noch frohes Heiligabend, feiert schön mit eurer Family und bye bye und ciao ciao. Ja, hallo?